sie die Stellung haben und meinen, das Recht dazu zu haben, und andere verpflichtet sind, sich an ihnen zu orientieren. Und wenn das so ist, woher haben Sie diese Berechtigung? Und was macht die anderen glauben, dass sie sich daran orientieren müssten? Und war es etwas Gutes, dass auf diese Weise Ordnung geschaffen wurde? Oder war es eher ungut oder irgendwas dazwischen? Und dann gibt es die andere Art, wie man jemandem Einfluss und Macht einräumen kann, weil derjenige einfach Dinge bewegt, Ideen hat, kraftvoll Wirklichkeit entfaltet, sodass die anderen sich anschließen, dass die anderen von sich aus bereit sind, sich daran zu orientieren und Einfluss einzuräumen. Und wie ist es denn bei dir? Wann bist du bereit, jemanden Einfluss einzuräumen? Was bewegt dich, jemandem Macht über dich zu geben? Kannst du das ganz gut und maßvoll und für dich stimmig? Oder erlaubst du auch manchmal anderen Macht über dich zu haben? Und du findest das eigentlich nicht recht gut und hast das Gefühl, dem eher ausgeliefert zu sein. Und dann gibt es schließlich eine dritte Art, die für uns attraktiv ist. Das sind entweder Menschen, von denen plötzlich etwas ausgeht, was anrührt, was Sinn macht. Was auf ganz natürliche Weise uns dazu einlädt, sich an ihnen zu orientieren. Und wo man fast das Gefühl hat, dass sie selbst berührt und betroffen davon sind, dass es gerade auch ihnen widerfährt. Gibt es auch Szenen, in denen du davon was spürst in dir und
andere sich an dir orientieren, weil du für etwas Sinnvolles stehst? Und so gibt es viele Fragen und Szenen, die nach und nach in deine Aufmerksamkeit kommen können, weil es für dich noch weiter interessant ist. Nicht immer taucht alles, was interessant ist, gleich auf. Manches braucht auch einige Zeit oder muss sich erst so aus dem Hintergrund langsam in den Vordergrund durcharbeiten. Vielleicht tritt es dann plötzlich in Erscheinung, in einem Gespräch nachher, in einem ruhigen Moment oder im Traum heute Nacht und verbindet sich mit den heute noch einmal besprochenen Gedanken zu Verantwortung, von Symbiosen und Verschiebung von Verantwortung und von Lasten, die entstehen, wenn sie nicht wahrgenommen wird. Und irgendwann später in Situationen, die Ähnlichkeit haben mit dem, was dich jetzt beschäftigt hat, tauchen dann diese Gedanken und Konzepte ganz von selbst wieder auf, die Ähnlichkeit der Situationen ruft auch die Konzepte in deine Erinnerung zurück und du merkst, dass du schon in ihnen denkst und mit ihnen arbeitest, auch wenn es dir zunächst gar nicht gleich aufgefallen ist. Es ist so angenehm, auch einfach nebenher im Hintergrund zu lernen und darauf zu vertrauen, dass es in den Vordergrund kommt, wenn du es brauchst, dich aber auch nicht beschäftigt, wenn es nicht dran ist. So darfst du es mit den ganzen Konzepten dieser Tage tun. Und ich weiß natürlich nicht, wie sehr du dich an den Bildern und Einladungen und Fragen, die ich dir angeboten habe, orientiert hast. Oder ob nicht andere Themen und Fragen für dich im Vordergrund standen. Oder du vielleicht doch einfach entspannt und losgelassen hast, ohne dich mit irgendwas Bestimmtem zu beschäftigen. Ich kann da nur die Einladungen aussprechen und meine Wirklichkeit entfalten. Und du bist ganz frei, aus dem etwas herauszunehmen, mit dem du deine Wirklichkeit anreichern kannst. Ja, und das ist dieser ruhige Duktus, der ganz anders ist als das Vortragen und Lehren.
Aber auch dieser Duktus bleibt nicht ewig und im Hintergrund darf es gerade so für dich weitergehen, aber du erkennst an der Veränderung meiner Stimme, an der Tonhöhe und an der Lebendigkeit des Sprechens, dass ich für mich eine Veränderung vornehme und mehr und mehr eine Sprache wähle, die aus unserem Austausch im Tagbewusstsein kennt. Aber das ist ja natürlich nicht ein Entweder-Oder, das ist nur eine Frage von Vordergrund und Hintergrund. Erinnere dich daran, wer hat gehört und wer hat alles verstanden. Es sind so viele verschiedene Schichten in uns. Und es ist ganz interessant zu beobachten, wie die zusammenarbeiten. Ja, und ich habe schon gesagt, jeder hat seine ganz eigene Art, sich Wirklichkeit zu bescheren und in diese andere Aufmerksamkeit zu finden, die so ein bisschen außerhalb des normalen Wachbewusstseinsaustausches ist. Und wie jeder seine eigene Art hat, da einen Ort und eine Weise zu finden, so hat auch jeder seine eigene Art, zurückzufinden. Und ohne sich loszureißen, vielleicht mit Fühlung, mit diesem weiterlaufenden Prozess im Hintergrund, doch die Aufmerksamkeit wieder mehr in den Vordergrund hier und das Tagbewusstsein zu richten. Das geht oft einher mit Veränderungen im Körper. Man öffnet die Augen, man hat das Bedürfnis, sich zu bewegen, der Atemrhythmus verändert sich. Und dann hat auch jeder so seine Eigenart, ob er dann gleich da ist und zack, im Wachen. Oder aber zu denen gehört, die so ganz allmählich dann sich dann doch einfinden, aber halt dann doch. So, und ich möchte euch jetzt einladen, vielleicht gerade so zu dritt noch 10 Minuten, eine Viertelstunde zusammenzusitzen und euch ein bisschen zu erzählen über das, was in eurer Wirklichkeit geschehen ist, während da draußen in der letzten halben Stunde ein Bernd Schmidt seine Wirklichkeit sprachlich entfaltet hat. Gerade so ein bisschen, soweit ihr mögt, erzählen. Vielleicht nicht mal unbedingt so sehr die Inhalte, die euch beschäftigt haben, sondern die Art, wie ihr da mit diesen in Kontakt gekommen seid und wie das war, reinzukommen und rauszukommen und was ihr so beobachten könnt über den Zusammenhang zwischen dem, was in der letzten halben Stunde war, mag sich anders anfühlen, weil in diesen anderen Aufmerksamkeitszuständen auch das Zeitempfinden oft sehr anders ist. Ja, und dem, was sonst so an diesem Tag für euch war, gerade so zum Ausklang. 10 Minuten, eine Viertelstunde, findet euch zu dritt zusammen und dann ist der offizielle Teil heute beendet. Wir treffen uns nachher zum Essen und können den ganzen Abend hier gemeinsam verbringen. Offiziell losgehen tut es in diesem Raum wieder morgen früh um 9 Uhr ST. Ich erzähle wieder einen super Witz am Anfang. Okay, findet zwei andere und tauscht euch noch ein bisschen aus.